Hallo und herzlich willkommen beim Kurier Sport Talk. Zu Gast sind bei uns heute die Meisterhandballer von West-Wien. Das Titelmärchen ist also wahr geworden, mit einem etwas bitteren Beigeschmack natürlich, weil ja West-Wien sich aus finanziellen Gründen von der Profibühne verabschieden muss. Aber darüber können wir jetzt alle sprechen mit unseren Gästen, mit dem Manager Conny Wilczynski. Servus. Hallo, danke für die Einladung. Mit dem Tormann Konstantin Möstl, hallo. Servus. Und Elias Kofler, Handballer des Jahres, gratuliere. Dankeschön. Herzlich willkommen. Hallo. Zunächst einmal vorweg das Titelmärchen und die Feierlichkeiten. Wie ausgiebig wurde gefeiert? Wann, wenn nicht jetzt? Ja, wann, wenn nicht jetzt? Es wurde schon sehr ausgiebig gefeiert. Also wir haben dafür schon gesorgt, dass wir das ein oder andere Getränk zu uns genommen haben. Wir haben eine unglaublich coole Meisterfeier gehabt auf der Donauinsel, muss ich sagen. Die geht auch bis in die Früh. Ja, ein bisschen nach Prag gefahren. Haben wir dann auch zwei Tage miteinander noch verbracht, so zum Abschluss. Und ja, haben das eigentlich recht gut ausgenutzt. Also ein schönes Teambuilding quasi nachher noch. Ja, weiß nicht, ob man das Teambuilding nennen kann. So, ja. Ja. Feiern. 48 Stunden lang feiern. Sehr gut. Für dich war es ja nicht nur im Kollektiv mit der Mannschaft der Meistertitel, sondern du bist ja auch persönlich geehrt worden als Handballer des Jahres. Kann man da von einer perfekten Saison sprechen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, was wir da alles erreichen, also ich hätte schon geglaubt, aber dass es jetzt im Endeffekt wahr geworden ist, ist schon was ganz Besonderes und für mich auch eine coole Auszeichnung. Aber ich sag mal, ohne die Mannschaft wäre das halt auch nicht gegangen. Also bin einfach stolz auf sie. Die Medien reden ja gerne von so einem Märchenschreiben und eben davon. Ist es für euch dann auch so irgendwann ein Märchen geworden? Weil der Willi Jelinek hat mir nach dem Pfeifers-Match, nach dem Derby gesagt, dass dieses Märchen geht jetzt weiter. Habt ihr dann selbst daran geglaubt schon? Ja, ich glaube, von einem Märchen kann man auf jeden Fall reden. Also es war unter der Saison, haben wir schon eine richtig gute Saison gehabt. Es waren natürlich Höhen und Tiefen dabei. Zum Beispiel nach dem Kremspiel, das wir verloren haben, ist der Conny zu uns in die Halle gekommen und hat gesagt, hey, okay Jungs, schaut her, wir schaffen es nicht mehr und es geht nicht mehr weiter. Und wir haben dann gesagt, ja, dann versuchen wir noch das Beste aus dieser Saison zu machen. Und dann haben wir das, glaube ich, überragend gemacht. Und von einem Märchen zu sprechen, kann man schon so machen, ja. Conny, du warst der Spieler, hast wahrscheinlich des Öfteren feiern können, dürfen. Wie feiert man als Manager? Ist man da seriöser oder kann man trotzdem da ausgelassen mitmachen? Nein, seriöser würde ich nicht sagen. Also man kann glaube ich schon mitfeiern. Es ist nicht mehr ganz so wie damals als Spieler. Aber ich finde es auch richtig und wichtig, dass die Spieler da im Vordergrund sind, auch bei der Feier, dass die richtig feiern. Das gehört dazu, zu einer Sportlerkarriere. Die haben eine ganze Saison lang vieles dem Sport untergeordnet. Und wie du gesagt hast, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich habe gefeiert, ordentlich gefeiert, seriös auch nicht, aber nicht ganz so viel wie die Spieler. Wie ist das mit den Emotionen? Ist da schon ein Unterschied, wenn man quasi das Ganze von draußen betrachtet und damals als Spieler, wenn man mittendrin ist und mit Adrenalin vollgepumpt ist, ich nehme an, dass dann auch die Freude anders ist, oder? Ja, man kann sich ganz vergleichen, aber ein Titel ist ein Titel und irgendwie haben wir alle versucht, viel dazu beizutragen. Aber es ist als Spieler ein bisschen einfacher, weil du kannst eingreifen. Du kannst quasi das Ganze beeinflussen und als Manager kannst du versuchen, Rahmenbedingungen zu verbessern, aber du kannst im Spiel nicht eingreifen. Ja? Und von daher ist es sicherlich ein bisschen ein anderes Gefühl, aber trotzdem unglaublich schön und vor allem für uns ein perfekter Abschluss. Ist man da oft ohnmächtig, wenn man draußen steht und eigentlich sich einwechseln möchte? Kommt das vor? Ab und zu? Das zum Glück nicht mehr. Also würde auch keinen Sinn mehr machen. Aber das Vertrauen, muss ich schon sagen, war extrem groß in die Spieler. Ja. Also ich finde, wir hatten auch wenig Spiele, wo gar nichts zusammenlief. Ja. Dass mal schlechte Tage da sind oder dass auch Spiele verloren gehen, ist normal. Aber was mich beeindruckt hat, dass die Burschen einfach in der entscheidenden Phase auch wirklich da waren. Ja. Du verlierst das erste Spiel im Halbfinale, stehst unglaublich unter Druck. Bis dann in der 37. Minute in der Holgasse bei den Pfeifers mit 11 Toren vorne. Und das ist nachher so durchziehen, das zeigt schon von der Stärke und von der Qualität der Mannschaft. Da wären wir gleich beim Halbfinale. Ich meine, das Finale gegen Linz hat euch den Titel beschert. Aber im Halbfinale das Wiener Derby nach einem Rückstand noch zu drehen und ins Finale einzuziehen, war das emotional vielleicht noch schöner? Ja, also für mich auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber das war... Erstens war es halt einfach, haben wir das erste Spiel wirklich klar verloren, sind dann in der Holgasse so zurückgekommen, haben halt so ein Statement gesetzt dort.
Und das dann halt noch im dritten Spiel sozusagen über die Bühne zu bringen, genau mit derselben Leistung, war halt schon, also war schon was anderes. Dann ist noch ein Derby, da ist emotional einfach immer mehr da. Und dann noch ein Halbfinale, das kommt auch noch dazu. Also es hat, außer dass man halt nach dem Finale Meister wird, hat das, glaube ich, emotional schon viel mehr ausgelöst bei mir. Das hat man auch, glaube ich, dann bei den Feierlichkeiten jetzt nicht nach, also so kurz nach dem Spiel beim Jubeln hat man das, glaube ich, auch gesehen, dass das einfach wirklich sehr viel bedeutet hat. Und ja, ich finde auch, wir haben es uns dann schlussendlich auch verdient. Nach dem dritten Spiel, da hat man, also beim dritten Spiel eigentlich, hat man richtig gemerkt, diese Intensität, dieser Wille, wie ihr da unbedingt einziehen wolltet. Ja, und danach kann man sagen, man ist der letzte Derby-Sieger. Bis auf weitere Zeit, vielleicht für immer, vielleicht hoffentlich nicht für immer. Das klingt eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, das klingt sehr gut. Bis auf weiteres Derby-Sieger, letzter Derby-Sieger. Ziemlich cool. Ich muss dem Konstantin vielleicht ein bisschen widersprechen. Für mich war der Meistertitel vielleicht noch eine Stufe höher als ein Derby-Sieg. Diese Medaille, die wir da haben. Ja. Darzustellen. Aber ich weiß noch, wie ich vor dem zweiten Spiel in die Holgasse gefahren bin. Und ich hatte so ein ganz komisches Gefühl im Bauch, weil ich wusste, okay, es könnte vielleicht unser letztes Spiel zusammen sein. Und das war einfach ganz komisch, weil wir nicht wussten, okay, was passiert jetzt. Und diese Situation hatten wir ungefähr 5-mal in dieser Situation, weil wir in dieser Saison, weil wir einfach nicht wussten, wie geht's weiter, wie viele Spiele haben wir noch, wie viele Trainings haben wir noch. Und dann, ja, nach dem letzten Spiel gegen die Fivers, wo wir dann schon uns in einem Flow gespielt haben, war schon ziemlich cool. Das heißt, ihr habt eigentlich immer wieder Finalspiele gehabt, über Wochen hinweg. Hat das vielleicht geholfen, zu wissen, es könnte aus sein, es ist ein Finale, alles reinhauen? Ja, wir haben das auch oft genug angesprochen. Also ja. Ich glaube, wir hatten, also der Trainer Michi Tratsch hat, glaube ich, ungefähr 17 Spiele zum Finalspiel erklärt. Ja. Und dementsprechend haben wir sie dann auch gewonnen, Gott sei Dank. Aber ja, natürlich gibt das auch einen Boost, dass man dann halt eben so viele Finalspiele hat, wo es das letzte sein könnte. Aber ja, Gott sei Dank haben wir bis zum Ende gespielt, oder? Ja. War dieses Wissen, dass es nach der Saison eben aus ist mit Profi-Handball in West-Wien, war das irgendwie diese mentale Zusatzmotivation? Hat das in der Mannschaft wirklich was ausgelöst? Jetzt erst recht? Ja, das kann man schon so sagen. Es war auch unter der Saison nicht so leicht, weil wenn du weißt, okay, nächste Saison, es geht nicht mehr weiter mit der Mannschaft und jeder muss auch ein bisschen auf sich selbst schauen, jeder muss schauen, okay, was passiert mit mir nächstes Jahr? Und dann kannst du vielleicht nicht so 100% fokussiert sein auf deine Aufgabe jetzt, aber das habe ich mir vielleicht einmal gedacht unter der Saison und dann haben aber die Jungs so Gas gegeben im Training und im Spiel und dann war das eigentlich kein Thema mehr und das hat auch ein bisschen Zusatzmotivation gegeben auf jeden Fall. Conny, was waren für dich noch die Gründe für diesen Meistertitel, für diesen Triumph, wenn du das, die Mannschaft von außen so ein bisschen betrachtet hast, beziehungsweise auch vielleicht einmal von innen immer wieder, was waren so die Bausteine des Erfolges? Ich muss ehrlich sagen, das Ergebnis einer konsequenten Arbeit, weil die Burschen spielen ja schon lange zusammen und die Entwicklung ist jetzt von Jahr zu Jahr einfach wirklich weitergegangen, sei es im athletischen Bereich, sei es im handballerischen Bereich. Und ich habe das Gefühl gehabt, dieses Jahr so erstmal so richtig, dass die Mannschaft individuell, aber auch als Kollektiv so weit ist, auch wirklich Entscheidungsspiele zu gewinnen. Ja? Mhm. Und das sieht man ja, wir haben immer wieder Spiele gehabt, wo andere ihre Leistung abgerufen haben, wir haben einen breiten Kader gehabt, das Kollektiv hat funktioniert. Also ich sehe das so ein bisschen als Ende eines Kapitels, wo einfach hart gearbeitet worden ist und letztendlich war es die Qualität der Spieler. Mhm. Jetzt nach diesem Titelrausch ein bisschen Ernüchterung, einmal durchatmen und Pause. Kommt da irgendwie Wehmut jetzt auch ein bisschen auf, jetzt wo man realisiert, mit West-Wien ist es leider in dieser Form vorbei? Ich muss sagen, bei mir war das sogar relativ früh. Es war sogar direkt nach dem letzten Spiel gegen Linz ist es schon, war das auch eine Emotion in mir, muss ich sagen. Also das, ja, bis heute ist das, überwiegt das sogar manchmal. Ich lasse es natürlich nicht zu, weil ich freue mich halt riesig über die Medaille, über den Meistertitel für West-Wien. Aber ja, ich finde, das gehört auch dazu, wenn es vorbei ist, wenn man vom Kindheitsverein weg muss. Mhm. Und ja, Gott sei Dank haben wir noch ein Geschenk da gelassen. Ja. Wie ist das bei dir? Ist man da traurig? Schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man denkt, dass wir nächstes Jahr Europa League spielen würden mit dieser Mannschaft. Das kommt natürlich auch noch dazu. Und ich glaube, so eine Mannschaft, wie wir sie hatten dieses Jahr, die wird es nicht mehr so oft geben im Sport. Mhm. Mit diesem Zusammenhalt, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Freundschaft und Respekt gegenüber. Und ja, deshalb auf jeden Fall auch Traurigkeit da, weil es einfach diese Mannschaft jetzt nicht mehr so geben wird. Aber der Stolz überwiegt noch.
Für dich geht es nach Potsdam, nach Deutschland. Was erwartest du von dem Schritt? Warum dieser Schritt? Ist er nicht so ohne, gleich einmal ins Ausland zu gehen und zweite deutsche Liga? Ja, mich hat dieses Projekt einfach überzeugt von Bob Hanning und seinem Team, was sie so aufgestellt haben. Weil es einfach für mich ein ideales Sprungbrett ist, einfach im Ausland Fuß zu fassen. Und ja, wir haben dort Probetrainings gemacht und ich war einfach von Anfang an überzeugt, dass es ein guter Schritt ist für mich, ein wichtiger Schritt ist für mich. Und ja, im Endeffekt ist mir dann die Entscheidung recht leicht gefallen. Bei dir, du bleibst in Österreich, gehst nach Hart. Was war da der Grund für dich, dass du diesen Wechsel anstrebst? Sie haben halt großes Interesse gezeigt, also von Anfang an. Und sie gepult um dich. Ja, sozusagen. Sie waren sehr wertschätzend und natürlich war mein Ziel jetzt auch schon, dann das Ausland zu suchen. Hat sich leider nichts Gutes ergeben für mich und dann war ich sehr froh, dass dann Hart sozusagen da war und auch großes Interesse gezeigt hat. Aber ich freue mich auch wenn ich jetzt noch in Österreich bleibe, unter Anführungszeichen, freue ich mich trotzdem noch und werde alles ich gehen. Höre heraus, das ist noch nicht das Ende der Reise. Also Hart jetzt als Sprungbrett zu bezeichnen, wäre vielleicht ein wenig despektierlich, aber irgendwann soll es weitergehen. Ne? Ja, hoffentlich. Also ich wäre schon sehr traurig, wenn nicht. Okay. Wie geht's dem Manager, wenn man sieht, die ganzen Burschen verstreuen sich in alle Himmelsrichtungen und machen anderswo weiter ihre Karriere? Tut das nicht irgendwo auch im Herzen weh? Weil, wie der Elias gesagt hat, diese Mannschaft hat was Besonderes gehabt und die wird es so nicht mehr geben. Ne? Ja, absolut. In der Sache extrem schade. Ja, weil ich würde schon das Bild noch sehen, aus dieser Mannschaft auch jetzt international vielleicht auch den nächsten Schritt zu schaffen. Aber auf der anderen Seite auch wirklich stolz. Ja, weil ich freue mich einfach, ja, wenn man junge Spieler einfach begleitet in ihrer Karriere, in ihrer Entwicklung. Und wir haben immer gesagt, dass West Wien schon auch ein Ausbildungsverein ist. Ja, das Beispiel Seppo Frimmel, den habe ich kennengelernt, als er ein 10-jähriger Bub war. Und jetzt ist er einer der besten Linksaußen in der Welt. Ja, und das traue ich ihm Elias, das traue ich ihm Konsti, das traue ich vielen unserer Spieler zu. Und damit bleiben sie auch ein bisschen West Wien Botschafter. Ja, und das macht mich stolz, das macht den Verein stolz. Wir werden die Karriere auf jeden Fall verfolgen. Also von daher freue ich mich, dass wir auch beigetragen haben, dass wir solche Spieler entwickeln konnten, die jetzt eine internationale Karriere vor sich haben. Mhm. Mich würde noch interessieren, es hat ja immer während der Saison diese Gerüchte gegeben, geht's weiter, geht's nicht weiter, geht sich's aus? Und irgendwann, glaube ich, im März hat es dann geheißen, nein, es geht nicht mehr weiter, die Entscheidung ist gefallen. Wird es die Mannschaft eigentlich dann aufgenommen? Weil war das trotzdem noch ein Schock, obwohl man vielleicht vorbereitet war, aber als es dann wirklich klar war, war das ein Schockerlebnis? Ja, ich würde sagen beides. Also wir haben es ja laufend mitbekommen. Also der Conny hat uns eben Updates gegeben. Das heißt, wir wussten schon ungefähr, dass das gar nicht so gut ausschaut. Aber es war dann, wenn man es dann hört und dann schlussendlich ist wirklich aus, war das dann schon ein Schock. Wir haben uns dann direkt am selben Tag haben wir das Training ausgelassen, haben ein langes Gespräch gehabt unter der Mannschaft mit dem Trainer und dem ganzen Staff. Und da nach, weiß nicht, wie lange sind wir gesessen? 2 Stunden, 3 Stunden, ja, wirklich lang. Sind wir einfach zum Entschluss gekommen, ja, scheißegal, was nächstes Jahr passiert, Entschuldigung, wir gewinnen einfach dieses Jahr und verabschieden uns eben so. Elias, für dich auch so ein Schock oder wie gesagt, wenn das etwas ist, ein Prozess mit Anlauf, ist halt schwierig, ne, mit dem umzugehen. Ja, es war auf jeden Fall ein Schock, weil du hörst es und dir wird immer wieder gesagt, dass es passieren könnte und dann im Endeffekt habe ich so in die Runde geschaut, wie uns das der Conny erzählt hat. Und ich glaube, es waren alle einfach trotzdem, okay, jetzt ist es soweit, jetzt ist es wirklich passiert. Und ja, ich habe es, glaube ich, eh schon vorher gesagt, wie die Mannschaft damit umgegangen ist. Zeigt einfach von großem Charakter. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird in der Sekunde klar, man muss parallel die persönliche Zukunft gestalten, sprich, man muss sich umschauen. Wie geht man da um, wenn man in einer entscheidenden Phase der Meisterschaft ist? Es war das Cup-Final-Turnier, dann es ist Playoff losgegangen und man weiß, ich muss parallel meine Karriere irgendwie managen. Ja, war nicht so einfach. Ich glaube, der Elias hat es vorher auch schon gesagt. Das ist einfach, das ist ja mein Job. Ne? Ich muss ja mich um meinen Job kümmern und was mache ich nächstes Jahr? Und es ist schon immer im Hinterkopf. Aber wie man gesehen hat, haben wir es eigentlich recht gut weggesteckt und haben uns wirklich auf das Wesentliche konzentriert und das ist die Meisterschaft. Und das war eben der Cup und die Playoffs und der Meistertitel. Ist euch ganz gut gelungen, ja, kann man sagen. Dankeschön.
Conny, du hast gekämpft um West-Wien. Gibt es im Nachhinein irgendetwas, was du dir persönlich vielleicht vorwerfen musst? Oder gibt es Versäumnisse oder wo du dir denkst, das hätte ich vielleicht doch anders machen können, um den Verein doch noch irgendwie über die Runden zu bringen? Also wir haben es versucht, selbstkritisch auch wirklich zu reflektieren. Ja. Und das Einzige, was mir einfällt, ist so, dass wir vielleicht zu lange diese Stellung zwischen Wien und Niederösterreich zugelassen haben. Ja. Ein Wiener Verein, der in der Südstadt spielt. Ja. Vielleicht hätten wir uns vor 4-5 Jahren committen müssen und sagen, okay, entweder wir bleiben in Wien und dann brauchen wir auch eine Lösung in Wien infrastrukturell, oder wir gehen als Verein nach Niederösterreich und werden ein richtiger niederösterreichischer Verein. Ja. Vielleicht haben wir da ein bisschen zu lange gehofft, dass es in dieser Stellung auch funktionieren kann. Das hat nicht funktioniert. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, ist es immer ein Zusammenspiel zwischen Sport, Wirtschaft, Politik und Medien. Ja. Mhm. Und bei uns hat halt dieses Zusammenspiel nicht funktioniert. Gibt es da irgendwelche Vorwürfe in Richtung Politik? Hättest du dir ganz einfach von der Stadt Wien mehr erwartet? Ich habe mir mehr erhofft und mehr erwartet, aber nicht, weil es für uns so wichtig ist. Ich glaube, für uns als Gesellschaft ist es extrem wichtig, auch Spitzensport zu ermöglichen, weil das ist das beste Zugpferd für Breitensport. Ja. Also Kinder werden von Influencern, von YouTubern, das sind ihre Vorbilder, und dann verbringen die so viel Zeit vor digitalen Medien oder vor Smartphones, was auch immer. Und das Gleiche ist in der analogen Welt. Ja. Kinder brauchen Vorbilder. Es waren bei der Meisterfeier waren fast mehr Jugendliche und Kinder, die zig Fotos mit den Burschen gemacht haben, die mit dem Pokal sich abfotografieren lassen, und die sind extrem begeistert, jetzt auch Handballer zu werden. Ja. Das heißt, in der Sache finde ich es auch schade und auch sportpolitisch ein Fehler in Wien, sowas zuzulassen und vielleicht auch nicht... Noch dazu, weil ja der Name West-Wien bekannt ist und für die Tradition steht. Ne? Das steht für Tradition, dazu. Steht für Jugendarbeit, steht für, wir sind Meister geworden mit der jüngsten Mannschaft, ohne Legionäre. Das sagt alles, und wir haben gehofft, dass diese Arbeit einfach mehr zählt am Ende des Tages. Aber so ist es jetzt, und jetzt müssen wir den Blick nach vorne richten. Dieses Kapitel haben wir perfekt beenden können, das freut mich sehr. Und jetzt hoffe ich für den Verein, dass da eine neue Pflanze wachsen kann. Konstantin, wie viel kriegt man Spieler damit, was da im Hintergrund läuft, an Gesprächen mit Politik? Und wie sehr beschäftigt man sich auch damit? Oder schiebt man das auf die Seite, weil man sich einfach nur aufs Handball konzentrieren möchte? Ja, beides. Also ich persönlich habe schon sehr viel mitbekommen. Ich habe auch immer nachgefragt bei gewissen Quellen. Also mich hat das schon sehr interessiert. Aber ja, schlussendlich ist es nicht mein Job. Ich mache mir zwar Sorgen um den Verein, ich mache mir Gedanken dazu, aber sobald ich halt in der Halle stehe oder wo auch immer, wo ich mich um meinen Job kümmern muss, bin ich halt da und konzentriere mich darauf, und ich habe das ganz gut wegstecken können. Elias, denkst du dir auch, das kann doch nicht wahr sein, Tradition, West-Wien, das muss doch weiter bestehen. Denkt man sich da auch, naja gut, irgendwelche Herrschaften müssten doch da mehr tun für den Verein. Ich meine jetzt nicht ihn, sondern im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass es eine Katastrophe ist, einfach was passiert ist. Weil wenn man sich echt, wie der Conny schon gesagt hat, allein diese Vorbildwirkung, die wir haben, ist einfach so immens wichtig für unsere Gesellschaft. Also nicht, weil wir jetzt so tolle Typen sind, sondern einfach, weil so viele Jugendliche und kleine Kinder bei uns in der Halle waren und uns zu uns aufschauen. Und wenn die jetzt einfach da keine Bezugspersonen mehr haben, dann, oder kein Ziel mehr vor Augen haben, so wie wir das gehabt haben, wie wir jung waren, dann ist es einfach extrem schade für die Gesellschaft. Das ist einfach so. Und da geht es um die Leidenschaft, die man entwickelt für den Sport, wenn man sich an Vorbildern anhalten kann. Auf jeden Fall, ja. Und wenn das wegfällt, dann ist es einfach ein großer Teil für Jugendliche, der wegfällt. Und ja, ist einfach schade. Conny, was bleibt von West-Wien jetzt übrig? Was kann man... Welchen Ausblick in Richtung Zukunft kann man da geben? Das war der Meisterfeier versucht, so zu formulieren, das Projekt an sich ist jetzt beendet, aber der Verein, ja, der bleibt ja weiter bestehen im Nachwuchs auf jeden Fall. Die Mannschaft wird in die zweite Liga aufsteigen. Das heißt, sportlich hoffe ich, dass da sehr bald wieder gute Qualität nachkommt, wobei da mache ich mir weniger Sorgen. Und dann wird es Aufgabe sein, vom Verein natürlich, aber auch von der Wirtschaft und der Politik, da neue Rahmenbedingungen in Wien zu schaffen. Es wird in der Stadthalle gespielt, vielleicht eine neue Halle, die entsteht beim Dusiger Stadion, ein Thema werden. Und da muss jetzt etwas Neues entstehen, ja, da muss was wachsen. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass der Verein in das, ich sage jetzt mal, politische Sportsystem auch wirklich aufgenommen wird. Ja. Was Infrastruktur, was Förderungen, was auch Sponsoringbeträge der Stadt Betriebe betrifft. Ja. Nur dann kannst du Spitzensport auch leisten, und das ist in jedem Bundesland in Österreich gleich. Ich meine, so tragisch die Situation ist, vielleicht wenn man was Positives sehen möchte, wäre das jetzt eine Möglichkeit, ein neues Fundament
aufzubauen. Wie du sagst, neue Spielstätte. Insgesamt sind es 6 Spieler, die ja in diese Mannschaft wechseln. Also sportlich ist ja auch noch Qualität vorhanden. Und Schritt für Schritt vielleicht dann sich wieder raufarbeiten? Ich denke ja. Ist das möglich? Ich denke ja, weil manchmal braucht es vielleicht auch so einen Big Bang und so ein richtiges Warnsignal, um was Neues entstehen zu lassen. Ja. Und ich glaube schon, dass jetzt viele Stakeholder, wenn man so will, das erkannt haben. Und vielleicht ist es auch richtig für den Verein, jetzt auch einen Schritt zurück zu machen, um dann vielleicht irgendwann wieder 2 nach vorne machen zu können. Also ich hoffe, ich wünsche es mir, dem Verein, vor allem den Spielern, den jungen Spielern, den ganzen Familien, die dahinter stehen. Und es haben sich definitiv Türen geöffnet. Mhm. Konstantin, was bedeutet generell für den österreichischen Handballsport dieses Aus von West-Wien? Was, kann man das jetzt schon abschätzen eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, in erster Linie denke ich an Wiener Derbys. Also, das ist halt das Spiel des Jahres für West-Wien-Spieler und für Pfeifferspieler jedes Mal. Und es ist auch einfach ein Zuschauermagnet. Also, ja. Wie viele Leute das anschauen wollen, wie viele in die Halle gehen, was da auch abgeht, emotional auf der Tribüne und am Feld. Das ist ja wirklich, das ist ja nicht vergleichbar mit anderen Matches, auch wenn vielleicht andere Matches vielleicht wichtiger sind oder manchmal spannender sind. Aber ja, ich glaube, das fehlt dem österreichischen Handball schon sehr, in der ersten Liga vor allem. Sowas braucht man halt, dasselbe wie Austria Rapid, das brauchst du halt in der ersten Liga. Ganz ehrlich, ich meine, es ist vielleicht eine unpopuläre Frage, aber es ist ja bei euch gegangen, wo geht's hin? Mhm. Wenn man jetzt sagt, ihr hättet gerne in Wien bleiben, er schüttelt schon den Kopf. Ja. Pfeifers nie ein Thema gewesen. Denk unmöglich. Ja, also für mich auf jeden Fall, ich glaube, da konnte sie wieder auch auf keinen Fall zu den Pfeifers gehen. Die machen gute Arbeit dort, aber ich glaube, wenn du so lange bei West-Wien spielst, dann ist das irgendwann mal einfach kein Thema mehr für dich und dann musst du halt schauen, wo es anders hingeht. Ich würde noch gern zu der Frage von vorhin sagen, ja, dass auch diese Plattform, die West-Wien uns jungen Spielern geboten hat, dass die auch natürlich wegfällt. Mhm. Weil wir haben jetzt auch Spieler, junge Spieler von uns in der U20, die natürlich in der Bundesliga jetzt spielen können. Aber für die wäre es auch cool gewesen, in der ersten Liga zu spielen, mit dieser Mannschaft zu spielen. Und diese Plattform, die West-Wien jungen Spielern bietet, sich in der ersten Liga zu präsentieren, ohne die wäre jetzt auch nicht da, wo ich bin. Die fällt natürlich auch weg. Welche Ziele persönlich habt ihr jetzt noch? Unmittelbar mit Hart und mit Potsdam? Was? Ja, unmittelbar ist vielleicht jetzt nicht mit Hart, ist bei der EM im Jänner dabei zu sein, ja, für mich persönlich. Ja, und dafür muss ich halt gut in Hart spielen, sozusagen. Deswegen gut in Hart spielen, die zum Meister führen und dann bei der EM dabei sein. Wieder Meistertitel. Richtig. Bist auf den Geschmack gekommen. Ja, einen Cup-Sieg nehme ich auch dazu. Okay, bescheiden. Wie schaut es bei dir aus? Auch so hohe Ziele? Ja, ich glaube, man muss sich immer hohe Ziele stecken. Ich glaube, die EM in Jänner, da dabei zu sein und da sich gut präsentieren und mit der österreichischen Nationalmannschaft erfolgreich sein, ist sicher ein wichtiges Ziel für mich. Und sonst möchte ich einfach jetzt bei meiner ersten Station im Ausland einfach gut Fuß fassen und dort einfach handballerisch zeigen, was ich kann, was ich drauf habe. Und dann schauen, wie weit wir mit der Mannschaft kommen können. Mhm. Conny, abschließende Frage, die Zeit ist schon fast um. Inwieweit bleibst du dem Verein West-Wien erhalten? Also ich habe jetzt die letzten Wochen intensiv genutzt, gemeinsam mit Roland Maroschek, federführend, einfach die Rahmenbedingungen so aufzustellen oder mitzuhelfen, dass man gut in die Saison starten kann, was jetzt Förderungen betrifft, was die Infrastruktur, was Trainingsstätte betrifft. Da ist jetzt ein gutes, wenn man so will, Paket zusammengekommen. Ich war in meiner Jugend West-Wiener, ich bleibe immer West-Wiener. Ja, aber ich werde keine offizielle Rolle und keine offizielle Funktion mehr im Verein haben. Aber unterstützend. Wenn es mich immer im Hintergrund braucht, dann jederzeit gerne. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt eben frischen Wind reinzubringen, neue Leute da auch in die Verantwortung zu schicken, die ja das auch schon viele Jahre gemacht haben. Aber im Herzen bleibe ich natürlich West-Wiener. Sehr gut. Dann danke fürs Kommen. Gerne. Gratuliere noch einmal zu diesen schönen Medaillen und wünsche viel Glück, sportlichen Erfolg in der Zukunft. Dankeschön. Danke. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächsten Montag dann wieder beim Kurier Sporttalk. Bis dahin eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.